Servus miteinander. Nachdem ich ja die Videos gemacht habe mit den Powerbanks zum Selberfüllen, habe ich zwei, drei Anschriften per Mail bekommen, woher ich denn die 18650 Akkus habe. Ja, zu den Akkus, die kann man ernten. Und zwar gibt es immer wieder im eBay Kleinanzeigen etc. Angebote, wenn bei den Notebooks die Akkus reif sind. Sprich, wenn die meiner Meinung nach geplante Obsoleszenz zuschlägt, dass das Notebook einfach sagt, ich mag nicht mehr. Ihr werdet es sehen, welche Kapazitäten diese Akkus haben. Dann schmeißen die Leute die Akkus von ihren Notebooks weg und die kann man manchmal im Stapel in eBay kaufen. Oder auch kaputte E-Bike-Akkus und ähnliche Geschichten. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Das hier sind ein paar Notebook-Akkus diversester Ausführungen. Und da sind im Regelfall eben diese 18650 Batterien drin. Was wir also brauchen, sind ein paar so Akkus, eine vernünftige Flachzange, die relativ gut vorne anpackt, ein Seitenschneider und ja, manchmal noch eine Zange zusätzlich und ganz wichtig, ein paar Lederhandschuhe. Ihr werdet jetzt dann schon sehen, warum. Die Akkus sind mit Nickelbändern verlötet in diesen Plastikhülsen drin und die sind messerscharf. Also wenn ihr da mit den Händen drin rumwurgelt, bitte zieht euch vernünftige Lederhandschuhe an, ihr werdet es ansonsten bereuen. So, ich stecke jetzt mal das Handy da vorne ins Stativ und dann machen wir mal zwei so Akkus auf und ich zeige euch mal so ein paar Szenen, die schneide ich ein bisschen zusammen, wie man solche Akkus erntet. So, als erstes nimmt man mal so ein Akkupack hier, dreht den mal ein Stückchen. Dann platzen meistens schon irgendwo ein paar Teile weg. Und dann hat man schon mal was, wo man anfangen kann, hier was wegzureißen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Akku, den zeige ich euch mal. Hier ist jetzt ausnahmsweise mal ein Akku da, wo klar zu sehen ist, woran es gelegen hat. Der ist ausgelaufen. Also sprich, dieser Akku hier ist definitiv kaputt. Was mit den anderen dreien los ist, weiß ich nicht. Das wird sich herausstellen. Hier bei denen und auch bei den anderen sind keinerlei mechanische Defekte oder sonst was feststellbar. Die werden wir uns jetzt dann später auch anschauen. Ich mache jetzt mal der Reihe nach hier die ganzen Dinge auf und ja, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Kleiner Tipp am Rande: Der Wohnzimmertisch ist dafür nicht wirklich geeignet, denn es kann durchaus passieren, wenn man die so auf den Haufen schmeißt wie hier, dass es da zwischendurch mal Britz macht und mal irgendwo ein kleiner Kurzschluss entsteht und mal irgendwas kurzes Rauchen oder Stinken anfängt. Also bitte da ein bisschen vorsichtig sein, nicht unbedingt den guten Wohnzimmertisch nehmen. Und ja, jetzt haben wir sie alle soweit einmal aus der Schale entfernt und jetzt müssen wir die Zellen alle mal sauber putzen und vereinzeln und damit mache ich jetzt weiter. Das ist jetzt die Situation, wo ich gesagt habe mit den Nickelblechen. Ich zeige euch mal hier diese Nickelbleche hier, mit denen die verlötet sind. Seht ihr die? Die sind messerscharf. Passt mir da bloß auf. Also da sind Handschuhe dringend notwendig. Jetzt zerrupfen wir hier mal die Packs in Einzelzellen. Ich versuche die immer alle wegzubekommen und dann ganz am Schluss vorsichtig, ohne den Akku groß zu deformieren,
hier hinten mal die Schweißpunkte ein wenig abklopfen und vorne auch. Aber wie gesagt, bitte vorsichtig, nicht das Akkugehäuse deformieren, bloß diese Dinger sind teilweise auch recht scharfkantig. Was da noch dran raussteht, das sieht man jetzt hier gerade wieder, manchmal reißt da aus den Nickelbändern so kleine Spreißel raus und die sind fürchterlich scharfkantig. So, wenn die Akkus soweit geputzt sind, jetzt haben die meisten, jetzt können wir dann auch mal auf die Handschuhe verzichten, die meisten haben noch irgendwelche Klebereste dran. Hier Klebebänder, manche haben so Klebegummireste, irgendwas. Also ich mache die im Normalfall immer alle weg, weil die stören hinterher gewaltig, wenn man die Akkus irgendwo einsetzen will. Manche gehen relativ leicht weg, manche gehen ein bisschen schwerer, die gehen zum Beispiel hier fast gar nicht weg, da reißt es hier den Akkuschrumpfschlauch mit weg. Da habe ich für solche Akkus, wenn es gute Akkus sind, habe ich für solche Akkus, wo der Schrumpfschlauch kaputt ist, Ersatzschrumpfschlauch, die wickle ich dann teilweise wirklich auch noch neu ein. Aber da muss die Voraussetzung sein, dass Zellen sind mit deutlich über 2000 mAh. Ansonsten machen wir die jetzt hier einfach mal sauber. Auf jeden Fall findet man da Klebstoffe, die hast du im ganzen Leben noch nirgends gesehen, was die Akkuindustrie da verbaut. So, die ganzen Nickelbänder sind jetzt weg. Jetzt sind überall noch diese Reste dran von diesen blöden Klebern, mit denen die da reingeklebt sind. Die Akkus sind jetzt alle hier abgeschält, sauber gemacht. Und die zwei, die schon kaputt waren, also die schon rein optisch defekt waren, die habe ich schon mal entsorgt. Jetzt gehen wir dazu, die Akkus ins Lade- bzw. Testgerät reinzupacken. Ich habe hier unten ein paar Ladegeräte. Die hier können sowohl Kapazität testen als auch laden. Die hier können nur laden. Hier bin ich mit ein paar schon durch und habe hier auch mal die Kapazitäten draufgeschrieben. Da sieht man also von 1900, 1800 bis 2400 mAh ist so ziemlich alles dabei. Und ja, jetzt werden wir mal die Ladegeräte bestücken mit neuen Batterien. Dazu müssen wir natürlich die alten erstmal rausnehmen. Und jetzt gucken wir mal, was die verschiedenen Zellen so bringen. Also, die macht mal gar nichts mehr. Die hat nur noch 0,16 Volt. Die ist noch gut, 3,8. Die ist auch noch in Ordnung. 2,6, die ist. Die beiden Messgeräte, die nehmen Zellen unter einer gewissen Voltlage nicht mehr an. Die hier nehmen eigentlich Zellen an, solange sie noch in irgendeiner Art und Weise leben. Ich guck mal, die hat jetzt 1,16 Volt. Die hätte die nicht mehr angenommen. Jetzt gibt es manche Leute, die behaupten, Zellen mit 1,6, 1,5 oder noch weniger Volt sind grundsätzlich tot und zum Wegschmeißen. Ja, ich bin der Meinung, man kann sie mal laden und schauen, was passiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viele Zellen wieder kommen
Und deswegen, bevor ich welche wegschmeiße, versuche ich die einfach immer erstmal zu laden. Jetzt lassen wir sie alle mal laden und dann haben wir ein Ergebnis, welche Zellen wir für unsere Powerbanks oder ähnliche Spielerei verwenden können. Ich habe hier mal was gebaut. Ganz nebenbei zum Laden, wenn ich mal zum Mittagessen fahre oder so, kommen die Ladegeräte hier in diesen Aluminiumkanister rein, weil ich einfach keine Lust habe, dass da einer von den Akkus irgendwie unbeobachtet hochgeht, wenn ich nicht da bin. Das hier ist ein, ja, ich nenne es mal 12 Volt Akkupack. Da habe ich mal so den ersten Testversuch gemacht, so eine 12 Volt Batterie praktisch zu ersetzen. Das sind immer 20 Zellen parallel geschalten und 3 Stück in Serie und alle mit so kleinen Widerstandsdrähtchen angelötet, dass, falls eine von den Zellen durchgeht, mir sich hier nicht die anderen 19 Zellen sich über die eine entladen und das ganze Ding zum Kochen anfängt, sondern wenn hier mal eine Zelle irgendwie einen Schluss haben sollte, dann macht es pfft, dann ist dieses kleine Drähtchen hier weg und ja, das war's dann. So, jetzt lassen wir sie alle mal laden. Das war mal die Geschichte zum Thema, wir ernten Akkus. Und vielleicht noch zu den Kosten, wenn man die günstig kriegt, dann zahlt man für die Zelle ja, 10, 15 Cent ungefähr. Und die Erfahrung zeigt, dass ja, 2/3 der Zellen gut bis sehr gut sind, meistens um die 2000 mA oder höher. Und da sind dann, wenn man jetzt noch 1/3 Ausschuss rechnet, dann sind wir bei 15 bis 20 Cent pro Zelle. Und da kann man mit Sicherheit nicht sagen, dass das ein schlechtes Geschäft ist. Ciao.